So, servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe das letzte Mal einen Film gemacht über das Kochen mit einem S-Bit-Kocher und so weiter. Und darin kamen etliche Anfragen, ja, was ist, wenn S-Bit nass wird? Was passiert, wenn ich ihn im Regen vergesse? Was passiert, wenn er mir ins Wasser fällt? Deswegen bin ich extra für euch jetzt an den See hingefahren und will euch das mal vorführen. Also ich habe das, soll ich mal ein bisschen hier einstecken. Also zum ersten, ja, wenn der diese S-Bit-Würfel nimmt, die separat eingepackt sind. Das ist nochmal ein alter, war 20 Jahre schon alt ist und der funktioniert. Ne? Die, wo separat eingepackt sind, da ist es egal, wenn die ins Wasser fallen. Den tun wir mal weg. Und den geht es heute auch gar nicht. Ja? Wie gesagt, 20 Jahre, Bäckchen Scharat dementsprechend schon scheiße aus. Ja, haben wir schon die Hälfte zerrissen. So, es geht heute um diese S-Bit-Würfel. Die sind nicht einzeln verpackt, sondern, ah, fallen sie schon raus? Die sind einzelne Stücke, also nicht separat verpackt. Aber gut, man kann es jetzt hier an der Schachtel gar nicht sehen eigentlich. Die war mir auch für mehrere Stunden im Regen gelegen. Ich habe sie dann einfach ans Feuer gelegt zum Trocknen. Schachtel hat es gut vertragen, aber was ich euch zeigen will, der S-Bit-Würfel, den lege ich jetzt hier in den See. Danach machen wir ein bisschen mit der Hand trocken und probieren ihn anzuzünden. Also gut, dann würde ich sagen, stelle ich mal die Kamera, dass ihr seht. So Leute, es kommt ja immer wieder die Frage auf, brennen S-Bit-Würfel auch, wenn sie in ein Wasser gefallen sind? Das war eine der Fragen, die ich da bekommen habe. Und ich zeige es euch. Ja, man kann die wirklich längere Zeit drin lassen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe es jetzt da schon längere Zeit drin. Da ist jetzt schon die, was weiß ich, wie viel es der Aufnahme ist. Weil entweder Fußgänger vorbeigekommen sind oder es ist Wind gewesen oder sonst was. Und mir fallen jetzt wirklich gerade die Finger ab. Also ihr seht, boah, es ist echt kalt. Ne? Den macht man dann einfach bloß ein bisschen trocken. Und dann hofft man, dass das Feuerzeug angeht. Ihr seht, ja, ist natürlich jetzt wirklich schlecht zu sehen. Ich probiere es nochmal. Und ihr seht, wenn man sehen kann, schauen wir her, sieht man es? Es brennt, ne? Obwohl es im Wasser war, problemlos. Also ihr seht, es S-Bit-Würfel im Wasser. Kein Problem, also wenn sie mal im Regen vergessen worden sind oder sonst was, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Die funktionieren dann weiterhin. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und empfehle mich weiter. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare, empfehle mich weiter. In diesem Sinne, euer Alex. Ciao.